zum Sonnenaufgang auf über 2600 Meter und damit herzlich willkommen bei MYD Travel. Der Dachstein liegt auf der Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark und ist etwa 100 Kilometer von Salzburg entfernt. Das Dachsteingebirge hat mehrere Gipfel, wo der hohe Dachstein mit 2995 Metern der höchste ist. Seit 1969 ist der Gletscher unterhalb des Dachsteins mit einer Seilbahn erreichbar. Heute dauert die Fahrt mit der Panoramaseilbahn, die auch einen Balkon hat, ca. 10 Minuten. Der Dachsteingletscher war einmal einer der größten Gletscher der Ostalpen. Heute ist er in mehrere kleine aufgeteilt und diese sind alle von starkem Schwund betroffen bzw. lösen sich teilweise schon komplett auf. Während der Wintersaison kann auf dem Gletscher auch Ski gefahren werden. Im Sommer ist immer noch relativ viel Schnee da, allerdings kommen die Felsen schon wesentlich stärker heraus und die Wege werden auch sehr matschig. Deswegen klare Empfehlung, festes Schuhwerk, damit ihr auch gut vorankommt und nicht die ganze Zeit rumrutscht. Von der Bergstation aus gehen einige Wanderwege weg. Natürlich zum einen zum Dachstein, aber auch in Richtung Geitstein und Edelgries. Allerdings sind mittlerweile direkt an der Bergstation einige neue Attraktionen entstanden, die für diese klassischen Ausblickstouristen sind. Also die, die auf den Gletscher hochfahren in Turnschuhen und Klamotten, die definitiv nicht warm genug sind. Für die gibt es jetzt den Skywalk, eine Treppe ins Nichts, eine Hängebrücke und natürlich, wie kann es anders sein, auch einen Eispalast. Dieser ist natürlich auch ein bisschen anders als viele anderen, weil die Skulpturen innen drin wirklich sehr, sehr schön und besonders waren. Trotzdem ist immer die Sinnhaftigkeit eines Eispalasts etwas fragwürdig. Aber man muss auch sagen, dass es an einigen dieser Attraktionen auch zu längeren Wartezeiten kommen kann, weil sich echt lange Warteschlangen bilden. Und das ist aktuell vielleicht nicht ganz so förderlich. Und ich war damals zu einem Dienstag dort, dementsprechend so voll kann es heute dann auch mal an einem Wochenende definitiv auch werden. Preislich muss man auch sagen, das Ganze startet ab 44 Euro für Berg- und Talfahrt. Dann sind aber die Attraktionen nicht dabei. Da kommt noch mindestens 8,50, wenn man es im Vorhinein bucht drauf oder 10, wenn man es vor Ort bucht. Und da muss man auch sagen, ist zwar die Mautstation, also die Mautstraße für Seilbahnkunden umsonst bzw. inkludiert ist. Allerdings würde die halt sonst 20 Euro kosten. Da komme ich aber auch jetzt zu der schon erwähnten Möglichkeit, zu Sonnenaufgang raufzufahren. Das Ganze ist vor Sonnenaufgang, muss man vor Ort sein und das Ganze auch relativ weit im Voraus reservieren. Da kostet dann ein Ticket 78,50 Euro. Da ist zwar alles mit den Attraktionen mit dabei, inklusive einem Frühstücksbuffet. Wobei man sagen muss, für 26 Euro ist das Frühstücksbuffet das leider echt nicht wert. Das ist eher ein durchschnittliches, okayes Frühstücksbuffet. Aber da ist dann auch das Problem, dass man von dem Restaurant aus nicht wirklich schön den Sonnenaufgang sehen kann. Das Frühstück geht bis 9. Der Sonnenaufgang bei mir ging bis ungefähr 8, so dass man die Sonne richtig schön als roten Ball am Horizont gesehen hat. Und dann hat man nur noch so ungefähr eine Stunde und ganz viele andere waren halt schon vorher am Buffet und das war dementsprechend relativ geplündert. Und dann hat man nicht wirklich Zeit, sich schön in Ruhe hinzusetzen und gemütlich zu frühstücken. Und das ist so ein, ja, man muss sich entscheiden. Entweder schönes Frühstück oben, was aber auch nur okayisch ist von der Auswahl her, oder halt einen schönen Sonnenaufgang. Und das ist dafür dann leider eigentlich wirklich zu teuer. Dazu muss man auch noch sagen, dass man, wenn man Pech hat, keinen schönen Sonnenaufgang hat, weil irgendwie es bewölkt ist oder die Sonne nicht richtig schön rauskommt. Und da kann man dann leider auch nicht stornieren, weil ja, kostenlos geht da leider gar nichts. Dementsprechend ist das am Ende eine Empfehlung meinerseits nur fürs Wandern, nicht unbedingt für den Sonnenaufgang. Das ist zwar, wenn man Glück hat, eine richtig schöne Sache, aber dann hat man halt wirklich hinten raus das Frühstück, das lohnt sich nicht so wirklich, sondern es ist einfach nur eine sehr teure Fahrt nach oben. Zudem muss man auch sagen, dass im normalen Ticket für den Preis auch echt die Attraktionen mit drin sein sollten und einen Eispalast, finde ich, braucht man nicht. Das ist nett, aber das ist nur sowas, damit man mehr verlangen kann. Dementsprechend ist es an der Stelle nur eine bedingte Empfehlung zum Wandern, ja, für alles andere kann man locker weglassen und sich vielleicht ein bisschen auf die schöne Landschaft genießen, weil die Berge dort wirklich besonders aussehen.
Dementsprechend, das war es soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir noch gerne eine Bewertung. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.